willst mir um jeden Preis diese Entführung anhängen, aber daraus wird nichts. Geh, oder ich rufe die Polizei. Das ist eine gute Idee. Da kannst du ihnen gleich mal erklären, wie du mit Beate Kraus den Plan ausgetüftelt hast, dich entführen zu lassen. Du bist ja verrückt. Dann landest du im Gefängnis, da wo du hingehörst. Wie konnte ich nur so verrückt sein, auch nur eine Sekunde glauben, du hast dich im Gefängnis geändert. Verschwinde sofort! Steh auf. Ich kann nicht. Jetzt stell dich nicht so an. Ruf einen Arzt, schnell, mein Bauch. Mein Baby. Ich will mein Baby nicht verlieren. Na, so schlimm war der Sturz nun auch wieder nicht. Bitte ruf einen Arzt. Ich weiß, dass du lügst. Da hilft dir dieses Theater auch nicht weiter. Du willst mir deine Entführung in die Schuhe schieben. Du wolltest mich doch schon die ganze Zeit loswerden. Genauso wie deine Mutter. Aber ich gehe nicht für dich ins Gefängnis. Mein Baby! Victoria, du warst noch nie eine besonders gute Schauspielerin. Du wirst der Polizei sagen, dass du gelogen hast. Ich will mein Baby nicht verlieren. Bitte, Annabelle, ruf einen Krankenwagen, bitte! Der Krankenwagen ist gleich da. Ich will mein Baby nicht verlieren, bitte. Du musst ganz ruhig atmen. Ein und aus. Noch langsamer ging's wohl nicht. Was ist passiert? Ja, ich weiß auch nicht. Sie hat plötzlich Krämpfe bekommen. Einfach so. Sie müssen mein Baby retten. Wie viel der Monat? Woher soll ich das wissen? Bitte. Warum warten Sie? Geben Sie ihr doch etwas gegen die Schmerzen. Es würde dem Baby mehr schaden als nützen. Beruhigen Sie sich. Wir bringen Sie jetzt ins Krankenhaus. Sie können im Krankenwagen mitfahren. Ich? Schwanger in der 12. Woche. Risikoschwangerschaft. Anhaltende Krämpfe, erhöhter Blutdruck, bisher keine Medikamente verarbeitet. Ultraschall vorbereiten, Doppler vorbereiten. Ich brauche die Herztöne des Kindes. Wie geht es ihr? Sind Sie mit Frau van Weyden verwandt? Ich bin Annabelle van Weyden, Ihre Stiefmutter. Es tut mir leid, wir können Ihnen noch nichts Genaues sagen. Wir müssen die Untersuchungsergebnisse abwarten. Und das Baby? Sie müssen Geduld haben. Annabelle, was verdammt nochmal wollen Sie von mir? Es ist wichtig, es geht um Victoria. Lassen Sie uns in Ruhe. Erst entführen Sie meine Frau, dann hetzen Sie uns die Polizei auf den Hals. Wenn Sie damit nicht aufhören, schwöre ich Ihnen... Sie ist im Krankenhaus. Ja, natürlich. Das kann nicht sein, sie schläft noch. Vicky? Hallo? Hagen? Vicky? Okay, was ist passiert? Sie ist mit Krämpfen eingeliefert worden. Sie sollten jetzt bei ihr sein. Annabelle, wo ist sie? Richard, es tut mir so leid. Wie geht es ihr? Ich weiß es nicht. Der Arzt sagt, Sie müssen noch weitere Untersuchungen abwarten. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann. Ja, du könntest uns sagen, was passiert ist. Ja, ich weiß auch nicht. Sie hat plötzlich Krämpfe bekommen. Einfach so? Ja. Ich habe natürlich sofort einen Krankenwagen bestellt. Ja, welch ein Glück, dass Sie gerade bei ihr waren. Wer weiß, ob sie es noch zum Telefon geschafft hätte. Annabelle, was hattest du eigentlich bei ihr zu suchen? Ich wollte mit ihr reden. Hören Sie doch auf mit dem Theater. Das war doch kein Zufall, dass Victoria Krämpfe bekommen hat. Was haben Sie mit ihr gemacht? Also, das ist doch... Ich
Ich habe ihr einen Krankenwagen bestellt. Ich bin mit ihr hierher gefahren und das ist der Dank? Wenn Sie meine Tochter noch einmal anrühren, dann... Elena, du gehst jetzt besser. Ich hoffe wirklich, dass es Victoria und dem Baby gut geht. Ja, ja. Wir sollten mit dem Arzt sprechen. Ja. Wie geht's, Victoria? Was ist mit unserem Baby? Wir sind in der Notaufnahme, genau das wissen wir auch noch. Ich muss zu ihr. Du kannst da nicht rein. Richard, da drin liegt meine Frau und verliert vielleicht unser Kind. Im Moment, Moment. Kannst du nicht für sie tun, bitte. Was soll ich machen? Ja, rumstehen und warten? Hagen, die Ärzte kümmern sich doch um sie. Gut, Herr Ritter, aber das Kind konnten wir leider nicht retten. Es tut mir leid. First day of my life.